Bitte einen ganz warmen, lauten Applaus für Marsha Richard. Das war mein erstes Slam, jetzt ist mein zweites Slam auch in Heidelberg. Genau, und ich habe heute einen Text mitgebracht über German Sex Topmodel. Ich muss zugeben, ich gucke es aber nur, weil ich mich darüber lustig mache, weil es immer blöder wird. Ja, ja. Sagen Sie alle. Ich habe recht. Genau, ich fange an. Ich schaue gerade Fernsehen. Pro7. GNTM. Nein, das ist keine Abkürzung für Guantanamo. Über sowas wird nicht im Fernsehen berichtet, vor allem nicht auf Pro7, das ist viel zu niveauvoll für diesen Unterhaltungssender. Mit GNTM meine ich eine absolut veraltete Form des Castings magersüchtiger Mädels, von denen mindestens die Hälfte abgrundtief hässlich sind, aber laut Heidi Klum mit ihrem markanten Gesicht eine super Wiedererkennungswert haben. Ja, richtig, ich schaue German Sex Topmodel, aber nur aufgrund des Mangels besserer Alternativen. So tief bin ich also schon gesunken. Ich setze mich mit einer Tafel Schokolade hin, mache es mir gemütlich und erfreue mich an dem Gedanken, dass mit jedem Stück Schokolade, das ich esse, irgendwo ein kleiner Fitnesstrainer stirbt. Die Jury ist besetzt wie immer. Heidi Klum, ein Cooler und ein Schwuler. Der Spruch, die ganze Menschheit ist intelligent, die Ausnahme hat die Regel, trifft bei den Models voll zu. Nachdem ca. 15 Minuten nichts Relevantes passiert ist, kommt das Beste der ganzen Sendung. Die Werbung. Und jedes Mal fällt mir erneut auf, dass Zielgruppe ein Synonym für Idioten sein muss. Denn für die ist die meiste Werbung noch gemacht. Wie zum Beispiel die Werbung von der Bild-Zeitung. Wie viel haben die Mario Barth und Co. eigentlich gezahlt, damit die bei der Werbung mitmachen? Na gut, Barth macht sowieso Werbung für alles, weil er gar nicht mehr witzig ist und gar niemand hören will. Und eigentlich, seit wann sollte die Bild eigentlich die Meinung der Deutschen bilden? Allgemein gilt ja eigentlich, dass Lesen die Dummheit gefährdet. Bei der Bild wird sie dadurch eher noch gefördert. Ich warte ja eigentlich auch nur noch auf die große Schlagzeile in der Bild: Westerwille stupst Guttenberg auf Facebook an. Ist ja seinem Partner etwa untreu? Oder es soll ja tatsächlich auch Schüler geben, die mit der Ausrede, ich habe eine Coke Zero getrunken, aber der scheiß Helikopter kam nicht, zu spät in den Unterricht gehen. Ich hoffe ja mal, dass sie nicht wirklich so denken, aber heutzutage weiß man ja auch nie. Nach ca. 15 Minuten Werbung geht es mit 10 Minuten GNTM weiter. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Models müssen alles geben, kotze es, was es wolle. Aber eigentlich... auch nicht darüber aufregen, dass sie immer dünner werden, weil iPhone und iPad werden auch immer dünner und das ist immer die Situation. Und zum Glück kann ich mich auch schon bald über einen weiteren Werbeblock freuen. Passend zur Sendung kommt eine Werbung für Antifaltencreme. Gesicht des Werbespots ist ein etwa 20-jähriges Mädchen. Scheiße, denke ich mir, bald brauche auch ich eine solche Creme. Und hier kommt auch plötzlich eine neue Geschäftsidee, mit der ich steinreich werden könnte. Babyöl mit Anti-Aging-Wirkstoffen. Laut der Werbung kann man nicht früh genug damit anfangen. Dann kommt eine Werbung für Douglas und ich bin froh, dass es noch keinen Fernseher mit Geruch gibt. Sonst würde ich jetzt ersticken am Geruch von Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Calvin Klein und Degedorf. Douglas macht das Leben schöner, sagen die schönen Models in der Werbung. Die haben leicht reden mit einem Make-up-Team von mindestens 10 Leuten am Set. Wenn ich an Douglas vorbeilaufe, sehe ich meistens nur irgendwelche Frauen Mitte 60 in diesem Laden und ich kann mit reinem Gewissen sagen, Douglas macht auf keinen Fall schöner. Es lässt sich nur wie eine Mischung aus nassem Hund, Rose und Kamille riechen. Und juhu, GNTM geht weiter in die nächste Runde. Die Dialoge werden auch immer oberflächlicher und blöder, denke ich mir. Also die Inessa hat zu Leonie gesagt, dass die Marie von der Jenny mit einer Wahrscheinlichkeit grenzender Unsicherheit gehört haben soll, dass du mit der Chiara Isabel über meinen Arsch geredet hast. Stimmt das? Ihr redet wirklich über meinen Arsch? Ist das etwa ein Problem für dich? War ich völlig ohne Hintergedanken? Ja, die haben Probleme. Mein Arsch ist auch riesig und manchmal packen die Leute den sogar noch in meinen Namen rein. Warte. Ich weiß nicht, wie mein Name geschrieben wird, mit A-R-S-H und dann schreibe ich das manchmal mit S-C-H, egal. Gut. Bei dem Fotoshooting bei minus 8 Grad im Bikini zeigen wir jetzt auch einfach kein Durchhaltevermögen, worüber Heidi sehr enttäuscht ist. Durchhaltevermögen hat jedoch Heidi Klums Friseur in der Taft-Werbung. Ob Regen oder Wind die Frisur sitzt, ist ja auch Schwarzrock, Professional Haircut for you, you and you. Doch ich spreche leider aus Erfahrung, wenn ich sage, dass die Frisur vom Friseur nicht unbedingt professioneller wird, wenn dieser Schwarzkopfprodukte benutzt. Wenn Leute einen fragen, was der Friseur eigentlich von Beruf sein soll, sollte man an die Qualitäten des eigenen Haarvergewaltigers zweifeln. Es kommt die Werbung von der Bahn. Glückliche Familien sitzen in einem Zug und lachen. Es gibt mehrere Punkte, die einfach nicht passen in der Werbung. Punkt 1. Es sitzen nie glückliche Familien in der Bahn. Punkt 2. Die Kinder sitzen nie brav auf ihren Sitzen, sondern springen herum und verursachen Gehörschäden. Punkt 3. Die Bahn macht mobil, ist eine Lüge. Wie denn, wenn sie immer zu spät kommt? Da ist meine Oma mit ihrem Rollator mobiler als ich mit der Bahn.
am Schluss kommt auch nur noch das übliche Gelaber, bla bla, ich habe kein Foto für dich, bla bla, ich habe zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Die gute ist, du bist sehr fotogen, die schlechte, du bist unterbelichtet. Manchmal muss ich sagen, erinnert mich Germany's Topmodel, Next Topmodel schon so an eine Psychiatrie. Alle weinen, haben Selbstzweifel und führen ernste Gespräche mit Heidi. Und irgendwann wird es auch bei Psychiatrien so weit kommen, dass sie Werbung machen mit 20% auf alles, außer Schizophrenie, da wird doppelt gezahlt.